Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Zwei Tage vor dem Spiel in der 19. Runde gegen den FC Red Bull Salzburg. Wir spielen um 16.30 Uhr in der Merkur Arena. Bei mir begrüßen darf ich heute Cheftrainer Franco Foda und Karalampos Lykoyannis. Vorweg ein paar Informationen. Unser Ernährungspartner Biotech USA hat sich wieder was einfallen lassen. Es wird nämlich das Bikini-Fitness-Model Virok Kish bei uns im Stadion sein, bis 15 Uhr auch im Pressebereich. Hat mir sagen lassen, ist ein Superstar in Ungarn, auch World Champion im Fitnessbereich. Wer mit ihr ein Interview machen möchte, Franco, kann das gerne bis 15 Uhr machen. Außerdem auch Zuwachs in der Sponsorenfamilie. Die Handwerker- und Dienstleistungs-App wird uns ab sofort unterstützen, einerseits als offizieller Facebook-Presenter. Und andererseits werden sie auf der Tormannhose vertreten sein. Die HD-App bietet an, den Kunden, Dienstleister und Handwerker in ihrer Nähe schnell und einfach zu finden. Unter hd.at oder eben beim HD-App gibt es nähere Informationen dazu. Außerdem auch noch eine erfreuliche Nachricht. Christian Kratze wird voraussichtlich sein 300. Pflichtspiel für Sturm Graz feiern. Ist somit unter den Top 10 bei allen Spielen. Und vor dem Spiel wird es die Herbstmeisterehrung der österreichischen Fußball-Bundesliga im Stadion geben. Also wer einen Fotografen schicken möchte, bitte das tun. Kommen wir zum Spiel, Franco. Du hast gestern sicher die Salzburger in der Europa League gesehen. Welche Rückschlüsse kannst du daraus ziehen? Gut, sie haben, geht davon aus, dass sie mit dieser Mannschaft am Wochenende gegen uns nicht spielen werden. Der Trainer von Salzburg hat einige Spieler geschont für das absolute Topspiel am Sonntag. Aber man sieht, unabhängig davon, welche Spieler bei Salzburg zum Einsatz kommen, dass sie unglaubliches Potenzial haben, große Auswahl an klasse Spielern, nach wie vor viel individuelle Klasse. Was sie jetzt machen, spielen extrem schnell nach vorne mit viel Tempo, haben wieder ein gutes Umschaltspiel und sie haben in den letzten Wochen haben sie einen Schritt nach vorne getan. Sehr giftig, sehr aggressiv. Aber wir sind die einzige Mannschaft, die haben sie bis jetzt zweimal besiegt. Und das ist natürlich gut. Das weiß die Mannschaft auch, das wissen auch die Spieler. Und wir müssen am Sonntag wieder alles in die Waagschale werfen. Jeder einzelne Spieler muss wieder an seine Schmerzgrenzen gehen, dass wir dann auch gegen diese Mannschaft aus Salzburg gewinnen können. Lyko, you're the defense row with the most goals in the league. Do you maybe have a challenge with your colleagues that they have to cook when they have two less goals? Yeah, we are very happy for this. And always we try to don't make goal. And we have to continue like this. What did the coach tell you about the game on Sunday? We have to be careful because Salzburg is a very good team and they have good players in attack, and for defense we have to be careful. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Sascha Horvath ist wieder einsatzbereit am Sonntag. Er hat jetzt die Woche mit der Mannschaft trainiert. Ob er im Kader sein wird, das entscheide ich morgen. Aber von seiner Krankheit ist er wieder genesen und hat auch die komplette Woche mit der Mannschaft trainiert. Aber er war sehr, sehr lange ausgefallen, fast zwei Monate. Und deshalb werde ich dann morgen entscheiden, ob er dann im Kader ist oder nicht. Und Scheußen Geiert gegen Werder wieder eine super Partie gespielt. Sehen Sie eigentlich einen Grund zur Zeit, etwas zu verändern in der Innenverteidigung? Ja. Ist Schulz wieder fit? Christian ist wieder fit, also voll einsatzfähig. Gerade auf dieser Position haben wir jetzt drei Spieler, die in den letzten Wochen gut gespielt haben. Und sollten wir nicht mit einer Dreierkette spielen, werde ich mich dann für zwei entscheiden, die dann am Sonntag auf dem Platz stehen. Die letzten zwei Heimspiele sind nicht optimal verlaufen, von den Ergebnissen her zumindest. Jetzt kommt ein Gegner, wo ein Heimspiel oder ein Spiel an sich ziemlich angenehm sein kann.
mit mehr Räumen. Siehst du das ähnlich? Und wie wird man das Spiel anlegen gegen Salzburg diesmal? Ja, es gibt ein ganz anderes Spiel als die letzten zwei Heimspiele, wo ja doch beide Mannschaften, sowohl die Admira als auch St. Pölten, ja eher aus einer Defensivhaltung raus agiert haben. Es gab da wenig Platz, wenig Räume. Wir mussten das Spiel in die Hand nehmen, nach Lösungen suchen. Und am Wochenende gibt es ein anderes Spiel. Ja, am Wochenende treffen wir auf eine Mannschaft, die auch keinen großen Spielaufbau betreibt. Die versucht relativ schnell vertikal nach vorne zu spielen, gehen oft auf die zweite Bälle und dann im letzten Drittel spielen sie extrem schnell, kombinieren sehr gut. Und ja, für uns wird es wichtig sein, dass wir wach sind, von der ersten Sekunde an wach sind im Spiel. Dass wir auch gerade uns dann aus dem Gegenpressing, ja, wenn Salzburg den Ball verliert, spielen sie extremes Gegenpressing, dass wir dann da Lösungen haben, dass wir dann aus diesen engen Situationen schnell rauskommen. Und sollte uns das gelingen, dann gibt es Räume, dann entstehen Räume für uns. Und auf der anderen Seite, klar, wir spielen zu Hause. Ja, wir müssen auch selbst aktiv sein, auch im Spiel nach vorne Initiative ergreifen. Wir müssen zweite Bälle, werden extrem wichtig sein, ja, dass wir selbst auch nach vorne verteidigen, attackieren. Ja, wird ein interessantes Spiel und ich hoffe, dass das Stadion voll ist. Ganz kurz zur Defensivkette hinten, die ist sehr torgefährlich. Fabian Koch hat jetzt viele Tore gemacht, Lücker selbst aus Freistößen, Spendi hat schon getroffen, Schulz selbst hat auch schon Kopftore gemacht. Wie wichtig ist es, so eine variable Viererkette hinten zu haben? Weil wenn man nachschaut, Stürmer-Tore waren jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so oft da. Ich glaube, es sind jetzt 5 oder 6 Spiele, wo die Stürmer nicht mehr getroffen haben. Aber die Defensive sozusagen macht das irgendwie mit. Ist das einfach, das macht euch noch unausweichbar? Nein, ist auch wichtig. Also ich sage immer, für mich ist der Fußball so, dass wenn man im Ballbesitz ist, ja, haben alle Spieler die Möglichkeit, sich auch im Spiel nach vorne mit einzuschalten. Außer vielleicht die zwei Innenverteidiger, aber gerade Außenbahnspieler, ob das Lyko ist, Kochi, Pozzi, egal wer auch immer da spielt, haben immer die Aufgabe, auch über die Flügel nach vorne Akzente zu setzen, selbst auch zum Abschluss zu kommen. Wichtig ist auch, dass man Verteidiger hat, die bei Standardsituationen gefährlich sind. Und das macht eine Mannschaft gefährlich. Ja. Eine Mannschaft ist nicht dann gefährlich, wenn sie nur einen Spieler hat, wo man weiß, nur der kann Tore erzielen, sondern es ist einfach wichtig, dass man innerhalb einer Mannschaft Spieler hat, auf verschiedenen Positionen, die torgefährlich sind. Insofern ist es auch immer unabhängig, ob du mit ein oder mit zwei Spitzen spielst, sondern wichtig sind einfach die Spieler, die ohne Ball mit ins letzte Drittel gehen und die dann auch selbst zum Torabschluss kommen und die dann auch torgefährlich sind. Das ist entscheidend im Fußball. Kobi just talked about the defensive line and how you scored goals and Spendlow scored and Koch scored. What do you think, how important is it for you guys to be scoring and how is your chemistry in the back? For us, it's very important, and we have the chance sometimes to score, and we are very happy to help also the team. And now we have to continue, and on Sunday we have to be ready for this game because we want to win. How's it for you personally? In the last couple of weeks, you scored beautiful goals and important goals. How are you feeling? And for the match on Sunday, it's also a very special game for you because it was your first goal for Sturm Graz against Salzburg. How are you feeling at the moment as a Sturm player? I'm very happy. This is true, and also for the second goal. But I work a lot in the training, and finally I score. And I believe it comes more goals. Oder wie zufrieden waren Sie in der letzten Partie mit Dobras? Er war, glaube ich, beim ersten und dritten Tor stark beteiligt. Ja, Christian hat seine Sache gut gemacht. Klar gab es auch noch Verbesserungspotenzial, aber es ist normal, er hat länger nicht gespielt. Aber haben mich einfach in diesem Spiel für ihn entschieden, weil ich gewusst habe, dass es wenig Platz gibt, wenig Raum gibt. Und Christian ist auch ein Spieler, der sich gut in den Lücken bewegt, ja, zwischen den zwei Viererketten, und das hat er gut gemacht, vor allen Dingen auch dann beim ersten Tor, ja, wo wir dann gut durchkombiniert haben. Und für das Spiel war das gut. Am Sonntag ist aber wieder ein anderes Spiel. Da
Da brauche ich dann vielleicht wieder andere Spielertypen. Und, aber wichtig war für ihn, dass er die Chance, die er bekommen hat, die hat er genutzt. Er hat dem Trainer gezeigt, dass er da ist. Dass er auch da seinen Fehler gegen Mattersburg verarbeitet hat und dass er klar ist. Und das ist immer wichtig für einen Trainer zu sehen, wenn er neue Spieler bringt, die länger nicht gespielt haben, dass sie dann auf dem Platz Leistung zeigen. Und das hat er getan. Hernimmt, die Abwehrspieler haben 9 Tore, das ist meist in der Liga. In den beiden letzten Spielzeiten waren es zusammen 7. Also sind sie bereits jetzt nach Halbzeit über den beiden Saisonen zusammen. Koch hat die zweithöchsten Ballkontakte der Bundesliga. Matic wurde am zweitmeisten gefoult. Džeko und Matic die zweitmeisten Tackles oder Tacklings. Und abgefangene Bälle, erster Koch, Kratzer die meisten abgewehrten Bälle. Also unglaubliche Werte. Wird so gut trainiert? Wir könnten so eine Statistik mit Walter Kovac-Schwarz einführen. Ja, wir sind schon überzeugt von dem, was wir tun im Training. Aber es ist ja immer so, wenn du gut spielst, viele Punkte holst, erfolgreich bist, dann sprechen auch die Zahlen für die Spieler. Ja, das ist so im Fußball. Wir haben jetzt, was uns gefährlich macht, bei Standards. Ja, es ist ja oft so im Fußball, dass es enge Spiele gibt und oft sind dann auch Spiele auf Augenhöhe, bis dann das erste Tor fällt. Und da gehören halt Standardsituationen dazu. Und da haben wir uns extrem verbessert. Ja, bei ruhenden Bällen, wie Freistößen. Haben wir jetzt mit Lyko, hat schon Tore gemacht. Spendi bei Standards, Kopfball, Schule. Wir haben gute Kopfballspieler. Und wie schon erwähnt, wichtig ist auch, ja, dass dann auch Spieler, wenn wir im Angriff uns befinden, dass dann auch gerade die Außenbahnspieler, Außenverteidiger mit nach vorne rücken. Und das hat eigentlich 2 Gründe. Einmal, dass sie selbst auch zum Torabschluss kommen können. Und das Zweite ist, wenn du auch einen Ball verlierst, dass wir dann, wenn wir schon mal im letzten Drittel sind, dann auch immer wieder versuchen, sofort Gegendruck zu erzeugen, dass wir dann vielleicht nach Ballverlust den Ball wieder in diesem Drittel erobern, dass wir einen kurzen Weg zum Tor haben. Und insofern ist es wichtig, dass dann auch die Außenverteidiger immer wieder mitgehen, hochstehen beim Angriff. Durch Kleinigkeiten entschieden werden? Ja, wie immer im Fußball. Spielen halt viele Dinge eine Rolle. Ja, wir wissen, dass Salzburg sicher von Anfang an, das haben sie jetzt in allen Spielen gezeigt, immer extrem hohes Tempo gehen. Ja, da müssen wir sofort wach sein, sofort von der ersten Sekunde an präsent sein im Spiel, dagegen halten, selbst nach vorne spielen, selbst aktiv sein im Spiel. Und ja, wir wollen auf jeden Fall auch in diesem Spiel die Tabellenführung verteidigen. Ja, wir spielen zu Hause, haben jetzt die letzten 2 Spiele nicht gewinnen können, obwohl es da auch Phasen gab, wo wir hätten die Spiele auf unsere Seite bringen können. Das ist uns aber in den Spielen nicht gelungen. Haben wir vielleicht auch etwas die Geduld verloren. Haben auch Fehler begangen, die dann zu Gegentoren geführt haben. Und alle die Dinge, die dürfen wir natürlich, klar, am Sonntag nicht machen gegen eine Mannschaft, die dann diese Fehler eiskalt ausnutzen wird. Aber wir sind guten Mutes. Ich weiß, dass das ein anderes Spiel wird und weiß auch, dass wir hochmotiviert sind, auch meine Spieler, dass sie gierig sind, hungrig sind und dass sie jetzt alles nochmal unternehmen, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Ich habe gehört, Sie erwarten ein ausverkauftes Haus. Sie hoffen auf ein ausverkauftes Haus. Erwarten nicht, ich hoffe, ja, weil es einfach das letzte Heimspiel ist. Die Mannschaft hat es einfach verdient, ja, vor nochmal in voller Hütte zu spielen. Und Stimmung war gut in den letzten Wochen, auch zu Hause. Und ja, diesen Schwung wollen wir mitnehmen. Und wir wissen doch alle, wie extrem wichtig es ist für eine Mannschaft, wenn sie wieder tolle Unterstützung hat. Es gibt dann nochmal ein bisschen mehr Luft, ja, nochmal das ein oder andere Prozent, was man dann mehr aus sich herausholt. Und insofern hoffe ich es. Ob es uns gelingen wird, weiß ich nicht. Aber es wäre sehr, sehr schön. Aber ich gehe davon aus, dass alle Fans, die ins Stadion kommen, dass sie ein schönes Spiel sehen werden. Den Salzburgern fehlen am Sonntag 5 Offensivspieler mit Soriano, Tabur, Golbranzen, Previak und Wanderson. Macht das die Salzburg vielleicht notwendiger, dass Spieler zum Zug kommen, die sonst nicht so viel Spielzeit haben? Ja, unabhängig davon, wer bei Salzburg ausfällt. Man muss ja nur gestern die Mannschaft anschauen, hat vorne Wang gespielt.
Lazaro, Minamino, alles Spieler. Tschatkowski, den haben sie, glaube ich, für 2 Millionen von St. Pauli geholt. Also alles Top-Spieler mit riesiger Qualität. Sie haben einfach ein großes Repertoire an Spielern, die große Auswahl. Und alle sind dort hungrig. Ja. Jeder, der dort eine Chance bekommt, will sie nutzen. Und wichtig ist einfach, wie wir auftreten. Unabhängig davon, wer bei Salzburg verletzt ist, wer bei Salzburg spielt. Entscheidend ist immer, was wir wollen, ja, wie wir uns präsentieren. Was wollen wir im Ballbesitz? Wie spielen wir gegen den Ball? Ja, wir müssen entschlossen sein, mutig sein und mit viel Emotion, mit viel Leidenschaft spielen und 90 Minuten immer unterwegs sein. Abgesehen vom Sonntagsspiel, tut sich was in den Gesprächen zwischen Günter Kreißl und dir? Gab es da schon ein Gespräch? Nein, es gab es noch nicht. Wird in der nächsten Woche stattfinden. Und auf jeden Fall bis zum Dezember wird dann eine Entscheidung getroffen. Ich habe immer gesagt, der Verein steht über allem. Ja, der Verein ist das Wichtigste. Und insofern ist es auch wichtig, dass eine Entscheidung getroffen wird, ja, weil es geht ja dann auch um Kaderplanung. Wie schaut die Zukunft aus von Sturm? Was will man investieren? Und da müssen einfach beide Seiten dann auch zufrieden sein. Und sollte das der Fall sein, wird man zusammenkommen. Und sollte das nicht der Fall sein, wird man sich trennen. So einfach ist es. Mir macht es viel Spaß hier. Das habe ich auch immer gesagt. Daran hat sich auch nichts geändert. Ich kann mir auch vorstellen, hier zu bleiben. Da habe ich auch nie einen Hehl daraus gemacht. Und jetzt wird man dann das in Ruhe besprechen, ohne Stress. Und dann für mich aber wichtig, weil es einfach um den Verein geht, ja, es geht ja um den Verein Sturm Graz, dass man dann auch auf jeden Fall weiß, wie dann auch der Trainer für die Zukunft ausschaut. Gibt es noch eine Frage? Lüko, if we talked about the contract of Franco Foda, I just wanted to know how important the coach for you is as a player, and what it means to you if Franco Foda stays not longer than until this season, if he leaves Sturm Graz. No, for all players it's very important because he is a very good coach and we make good trainer. So I think he has to stay. Gibt es noch eine Frage vielleicht zum Spiel am Sonntag? Wenn nicht, mit Stand gestern Abend wurden 8.000 Tickets abgesetzt, also auch da auch nochmal der Appell, nachdem der Trainer schon appelliert hat. Wir würden uns gerne vor einer guten Kulisse zu Hause verabschieden. Mhm.